la 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 la. Nee. Ach komm schon. Werte Damen und Herren, das war gute Musik. Unser Laufen ist für eine wichtige Durchsage. Aha. Über mehrere Städte unserer Spielewelt sind unbekannte Glückobjekte gesichtet worden. Egal. Wir wissen noch nicht. Mach die Mucke wieder an. Technik handelt. Experten schließen jedoch jegliches menschliches Handeln aus. Ja. Ob es sich um einen feindlichen Angriff handelt, können wir nicht ausschließen. Kannst du mal die Fresse halten? Ich bin noch nicht fertig. Also fahr LKW und geht's wohl zu gut, oder was? Nun, die Wettervorhersage. Leicht bewölkt. Krieg ich gleich durchs Radio, du dumme Nuss. Hier, Noobs. Spinn. Vor langer Zeit, in einem weit entfernten Land, lebte einst ein NPC. Dieser NPC lebte glücklich, quatschte und sang jeden voll. Doch dann, eines Tages, als der NPC sang, geschah es. Reitschmerzen. Voller Schmerzen war sie nicht imstande zu reden und ihre Welt zerbrach. Hilfesuchend ging sie von Haus zu Haus. Doch nervend von ihrem Gequatsche schlugen die Leute die Tür vor ihr zu und niemand wollte ihr helfen. Alleingelassen mit ihrem Schmerz, nicht imstande zu reden oder zu singen, gang sie nach Rache zu dürsten. Die Wehe die Welt an sich reißen und alle, die ihr nicht halfen, leiden zu lassen. Doch sie wusste ganz genau, dass sie die Weltherrschaft nicht allein an sich reißen könnte. Und somit machte sie sich auf. Auf in die Welt, auf in die Ferne, um eine Armee aufzustellen und die Welt in den Niedergang zu reißen. Nach langem Suchen fand sie endlich zwei geeignete Personen. Nicht besonders hell. Besser gesagt, Hohlrinden. Aber ihre Fähigkeiten könnten den kleinen NPC zur Weltmacht verhelfen und eine geeignete Armee aufstellen. Nichts ahnend nahmen die beiden Vollpfosten den kleinen NPC auf, näherten und lernten ihn, in der Welt der Spiele zu überleben. Was nichts für ein ahnend. Scheiß ist das denn? Was ihr kleiner NPC, wer lässt sich sowas einfallen? NPC, führte. Weltherrschaft, wegen Heidschmerzen will sie die Welt regieren? So ein Blödsinn, da putzt man lieber die Wohnung. Da hat man wesentlich mehr Spaß als an das heutige Fernsehprogramm. Wer macht so einen Schwachsinn? Gott, man bekommt echt Kopfschmerzen. Ey, wie kann man nur sowas produzieren? Oh, da ist ein Fleck. Hm. Oh. Moment, ich komme. Hi? Hallo?
So. Klingelstreich vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Oh, und dann auch so ein Scheiß. Was zum... Ich bin Tenet. Und Tenet bin ich. Wir sind hier, um Rache zu nehmen. Eure Welt wird untergehen. Und du bist als erstes dran. Lang lebe unsere Königin. Ha, ha, ha. Verstärkte ungewöhnliche Aktivitäten stellen auch wir in der Arkwelt fest. Der Server wird stark belastet, über Stunden hinweg. Leider konnten wir der Ursache bisher nicht auf den Grund gehen und haben daher unseren Ark-Profi konsultiert, der jetzt für uns live vor Ort ist. Danke, liebe Hilia, aber Fürstin Calypso reicht hier voll und ganz aus. Also, nach stundenlangen heimlichen Recherchen inkognito in der Ark-Spielewelt ist mir einiges ganz besonders aufgefallen, ihr Lieben. Ich sehe Dinos, die panisch den Server verlassen wollen. Einige Dinos sind verseucht und leuchten merkwürdigen Farben. Pflanzenfresser sind hochaggressiv. Die Ursachen dafür sind bis jetzt noch nicht bekannt. Besteht die Gefahr der Kontamination gegenüber anderen Lebewesen? Das kann ich zu der jetzigen Zeit nicht beantworten. Dazu fehlen weitere Untersuchungen. Ah, ich sehe was. Es spielt sich Erstaunliches ab. Ich überspiele gleich zu euch in den Nachrichtensender. Die Zeit genommen hat. Ja, krieg ich die nächste Quest. Ich hab erstmal eine. Muss ich mir merken. Obwohl, hätte ich anklicken können. Ja, was sagt Butter zu meinem Pferd? Ist weg. Aber ich habe einen Hund. Da ist er. Ja, Calypso, wir halten Ihre Bilder. Was können Sie uns zur jetzigen Situation sagen? Ja, meine Damen und Herren, unsere Kameras haben folgende Bilder aufgezeichnet. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht,
aus verschiedenen Perspektiven haben wir diese Bilder jetzt reinbekommen von unseren Kameras, meine Damen und Herren, live vor Ort. Diese, ich, von meinem Wissen her, diese Haltung zeichnet das Aggressivität, meiner Meinung nach, meine Damen und Herren. Aber das, was wir, es ist eine Horde, ein Anmarsch, wie man sehen kann, weiß es nicht, wo es hin muss. Wie man hier gerade gesehen hat, schnell nach rechts oder jetzt sind wir da. Moment, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Ein Moonwalk nach von hinten. Und was ist, oh Gott. Ich weiß nicht. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Ich kann. Alles in Ordnung, Calypso. Die Bilder sind echt schockierend. Wir müssen uns auf was gefasst machen, meine Damen und Herren. So kann das nicht weitergehen. Was ist da los? Was ist hier los? Guckt euch das an. In Reihe und Glied. Das geht gar nicht. Meine Damen und Herren, es kommt da was ganz Gewaltiges auf uns zu. Liebe Helia. Ich seh's. Das sind schockierende Bilder, meine Damen und Herren. Aus der Welt von Ark. Ich glaube, die Stadt Ark ist verloren. Was will man uns damit sagen? Werden wir gefedert, liebe Helia? Ich glaube schon. Ich glaube, diese seltsame Kreatur möchte uns tern und federn. Aber eine Frage gibt's noch. Ja. Expertin Calypso. Ja. Ist diese merkwürdige Dummheit von dieser Person ansteckend? Das kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Ich bin so schockiert. Das ist zu viel für meine Karriere, meine Laufbahn. Haben Sie das gesehen, meine Damen und Herren? Ich glaube, das ist so ein Angriffszeichen von dem gewissen Etwas, was uns gerade hier entgegenkommt. Was machen wir da, liebe Helia?
So, nach getaner Arbeit, ab ins Bett. Ich bin sowas vor müde. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Ach, Klappe. Ich bin müde. Ich komme nicht in Frieden. Das müsste das Nest der Beute sein. Wir brauchen unbedingt ein Testobjekt, damit wir sehen, was das für Kreaturen sind und wie wir sie aufhalten können. Komm ich gar nicht hier rein. Ich hoffe, die Beute schlafen. Ich glaube, die sind ja nachtaktiv. Oh, meine Taschenlampe. Habe ich meine... Ja, oh. Taschenlampe. Es ist sehr dunkel hier drin. Gut für Beute. Ist auch alles sehr nass und feucht. Geh weiter in den Tunnel. Oh, man riecht auch schon den starken Kamillengeruch. Ich glaube, wir sind richtig. Ich sollte vorher mein Betäubungsgewehr in die Hand nehmen. Ist das? Bunker? Sind sie vielleicht ein Testobjekt? Suchobjekt? Geht es weiter in einen Bunker. Was halten Sie von der momentanen Situation hier auf der Spielewelt? Okay. Geh weiter vor. Sieht aus wie eine verlassene Mine. Auch sehr leer aus. Ich glaube, die Beute sind weitergewandert. Es ist schon Pilz angesammelt. Und dieser Geruch von Kamille. Sie haben sie eindeutig gehaust. Scheinen aber weitergezogen zu sein. Auf jeden Fall, ihr Lager steht noch. Vielleicht finden wir was drin. Graffiti? Die Beutelchen scheinen sehr gerne zu malen. In Hauswände. Ist das? Noch eine Tür. Ich sehe nichts. Was zum... Tinnen,
Mahlzeit! Heute auf dem Tisch gibt's frischen Fisch! Nein! Da haut das Ding aber auch ab. Na gut, dann immer. Nicht in die Wolke. Nicht in die Pupswolke. Ja. So, ach du meine Güte, ist das dunkel. Sweet Home, Sweet Home. Heute braten wir uns einen Fisch. Fischi, fischi. Verzeihung, sind Sie noch zu Hause? Wir erhalten gerade schockierende Bilder aus der GTA-Welt. Und wieder einmal ist unsere Expertin live vor Ort. Hallo, ja, meine Damen und Herren, auch hier live bei der GTA-Welt. Erstmal Entschuldigung für die wackeligen Bilder, aber es war rasant hier auf dieser Brücke der Kreatur zu folgen, die jetzt mit einem Affenzahn, wie es aussieht, in den Baum fährt. Anscheinend kommt sie noch nicht mit einem rosa Moped klar. Und was sehen wir hier? Anscheinend Anhängsel hat sie sich schon wohl angeeignet. Was machen sie? Es reißt die Arme hoch. Ein Zeichen für ihren Triumph? Das können wir an dieser Stelle noch nicht sagen, warum Kreatur das tut, was sie da tut. Auf jeden Fall machen es die anderen ihr nach. Was soll das? Was heißt das jetzt für uns genau? Schauen wir weiter, was sich hier noch so tut. Belia, was? Das ist erstaunlich, ne? Ich glaube, sie freuen sich. Sie freuen sich auf die Weltherrschaft, meine Damen und Herren. Ganz merkwürdig. Das verschlägt uns beide die Sprache. Ja, es ist unfassbar. Und jetzt wird noch mit dieser Kreatur getrunken. Das ist nicht jugendfrei. Oder sie versuchen, sie besoffen zu machen. Ja, ich glaube schon, das ist eine Taktik. Vielleicht kriegen sie es ja hin. Oh mein Gott, was schleicht sich da ins Bild? So ein Untertan von der Kreatur? Oh mein Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie unter 17 sein, bitte umschalten. Das aggressive Verhalten auch hier zu sehen, meine Damen und Herren. Es wird boxt. Es wird aus dem Auto gerissen. Sind nicht mehr sicher. Und es wird davon gerast. Wir versuchen natürlich, hinterher zu kommen, um sie nicht zu verlieren. Aber die Fahrweise lässt zu wünschen übrig. Oh nein, es hat gecrasht. Es rollt noch. Was passiert hier, meine Damen und Herren? Ich stehe heimlich und beobachte das Ganze. Hat das... Oh, es wurde angefahren. Es hat mich gesehen, ihr Lieben. Nein, es hat mich gesehen. Nein, was mache ich jetzt? Elia, was tue ich jetzt? Es umfahren. Ja, eine Weltherrschaft ist teuer. Man braucht Geld. Auch hier. Schnell aufgenommen, aufgezeichnet. Da rennt es weg. Erstaunliches, meine Damen und Herren. Und ich schalte zurück zum Nachrichtensender.